herzliches Willkommen zum Shortcut für die KW 13 vom 28. März bis zum 3. April 2022. Wir haben in dieser Woche auch die Sonne im Widder, Feuerenergie, Temperament. Ja? Wir haben ja Venus und Saturn, da ist man verlässlich und ja, ich sag jetzt mal routinemäßig unterwegs, auch in Beziehungen, aber weniger, naja, sagen wir mal jetzt romantisch oder so. Wir haben zu Beginn der Woche dann auch den Mond im Wassermann, dann haben wir Dienstag, Mittwoch den Mond in den Fischen, das kann schon ein bisschen gefühlvoller werden, durchaus. Wir haben danach den Mond im Widder. So, und dann am Wochenende den Mond im Stier. Okay, also ich sag jetzt mal, Ende März ist es recht routinemäßig. Und dann haben wir Neumond am 1. und Sonne und Merkur ein bisschen auf dem Ego-Trip. Ja, da haben wir dann eben auch so ein bisschen, ja, Mars und Saturn. Also wir haben ja auch Mars und Venus im Wassermann. Das bedeutet ja auch, dass man so ein bisschen sich selbst verwirklichen möchte. Auch natürlich in Beziehungen, da muss man Acht geben, dass man versöhnlich ist und auch kompromissbereit. Verlässlich ist gut, aber das reicht natürlich nicht aus, um die Liebe zu gestalten oder so. Aber Leidenschaft gehört natürlich auch dazu. Aber wir schauen uns das jetzt mal für die einzelnen Sternzeichen in den Karten an. Ich hoffe, da ist einiges dabei für euch. Ich wünsche euch eine schöne, liebevolle Woche und dann legen wir jetzt los. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind beim Shortcut in Sachen Beziehungen für die KW 13. Das ist vom 28. März bis zum 3. April 2022. Es geht einfach um die allgemeinen Energien, was möglich, was machbar ist, worauf dich die Karten in Beziehungen hinweisen, egal ob Single oder Paar. Was haben wir für den Krebs in dieser Woche? Wie ist die Energie für Beziehungen in dieser Woche für den Krebs? Wir haben den Ritter der Stäbe. Leidenschaft, so ein bisschen spielerisch daran gehen. Keine schlechte Idee. Dann wollen wir sehen, was ist das Thema? Was ist deine Energie? Was ist die Energie deines Gegenübers? Wie geht die Woche weiter? Und wie geht die Woche natürlich aus? Dazu wollen wir noch einen Hinweis, was so besonders zu beachten ist oder was dir auch, ich sag mal, einen Lichtblick gibt oder einen Hinweis zusätzlich. Was das Thema in dieser Woche ist, ist das Gericht. Die Dinge nach Faktenlage beurteilen. Also sich nichts ausmalen, was dazu dichten oder ne, übertreiben. Wir haben bei dir das Ass der Münzen. Du möchtest einen leidenschaftlichen, nein, einen stabilen, sicheren Neubeginn. Also auch Pragmatismus langsam machen. Bei deinem Gegenüber haben wir die Acht der Münzen. Also da ist jemand bereit, mit dir an Beziehung, an dem, was in Beziehung ist, zu arbeiten. Finde ich schön. Wir haben die Zwei der Stäbe. Es geht um eine Entscheidung auf deiner Seite. Die muss jetzt nicht direkt was mit der Beziehung zu tun haben. Kann im Job sein, aber vielleicht geht es darum, darüber zu reden. Fünf der Kelche, da ist jemand vielleicht ein bisschen traurig. Die Fünf der Kelche ist, dass man geknickt ist, depressiv ist oder vielleicht einfach enttäuscht. Auch das muss nicht direkt mit der Beziehung zu tun haben. Ich denke, es geht darum, dass jemand vielleicht einfach eine Enttäuschung erlebt und dann auch sich natürlich dazu durchringen sollte, darüber zu reden, was mit ihm oder ihr los ist. Hier haben wir dann die Heilung. Ich denke, dass du deinem Gegenüber entgegenkommst und natürlich helfen möchtest. Und wir haben den Magier, Manifestation. Also ich denke mal, dass du jemandem oder in der Beziehung eben helfen kannst, durch Unterstützung, vielleicht auch durch liebevolle Energie. Und wir haben die Sechs der Kelche, Nostalgie. Sechs der Kelche ist auch Zeit miteinander verbringen oder schon, die man zusammen verbracht hat. Dass man sich so ein bisschen, naja, geborgen fühlt und dann natürlich auch Geschichten erzählt und so weiter. Aber man muss halt die Freiheiten des Einzelnen berücksichtigen, auch in Beziehungen. Ich könnte mir vorstellen, es ist vielleicht eine langjährige Beziehung oder jemand, den du lange schon kennst. Heilung ist drin, Magier, Manifestation. Also ich denke, da ist viel Entwicklung drin in dieser Woche. Und man kann sich gegenseitig ein bisschen aufbauen und ein bisschen Freude haben oder mal die Dinge ein bisschen lockerer sehen. Vielleicht auch mal was Schönes unternehmen. Das wäre in dieser Woche ganz gut. Und immer schön nach Faktenlage beurteilen. Das, was die Person traurig macht
oder vielleicht auch, wo es eine Entscheidung gibt, man sollte sich unterhalten. Man sollte miteinander natürlich darüber reden. Schöne Energien auch in der Manifestation, also die Beziehung kann wachsen und gedeihen, wenn man aufeinander zugeht und vielleicht auch gemeinsame Historie aufbaut. Ja, dann bin ich gespannt, wie die Woche verläuft. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wenn es dir gefallen hat, lass gern ein Däumchen hoch da. Bis bald.